Und weiter geht's. Willkommen im Ostpalast. Hier sind so Bodenschalter. Autsch. Und ich weiß nicht, was das für Gegner sein sollen. Die sind echt komisch. Ach, diese Musik wieder. Die hatte ich heute die ganze Zeit im Kopf. Und hier ist die Karte drin. Boah, diese Viecher hasse ich. Ja, man merkt, dass meine Stimme heute etwas weg ist. Tschüss. Tschüss. Autsch. Blödes Viech. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Mr. D., ich bin es, der Dorfälteste Sahasrara. Ein guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Und der soll nämlich hier drin sein. Aber ich brauche einen großen Schlüssel. Ach, geh einfach weg. Uah, jetzt habe ich ihn geweckt. Schnell weg hier. Autsch. Ich brauche mal den Schlüssel. Und schnell weiter. Also hier in diesem Spiel sind die Dungeons noch relativ kurz. Aber in den späteren Spielen sind die um vieles länger und da brauche ich maximal eine ganze Stunde dafür. Okay. Jetzt bin ich in der Falle. Gut. Da haben wir schon den großen Schlüssel. Autsch. Boah, wenn die Dinger mich treffen, dann ziehen die auch Magie ab. Und da haben wir den Bogen gefunden. Jetzt erschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Oh, schnell weg hier. Was ist hier los? Es reicht langsam.
Ja, war klar, dass ich jetzt nicht treffe. Ah, Schlüssel. Dann wie will die Steuerung gerade nicht. Und du kriegst jetzt einen mit den Grünen aufs Maul. Wow. Ich muss jetzt schön aufpassen. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Das könnte knapp werden. Okay, es geht wieder bergauf. Geiles Geräusch. Na komm, gut, 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 gut. Und tschüss. Und Boss Time. 6 Statuen. Epic Soundtrack. Was mache ich denn? Und tschüss. Das war ja noch wenigstens einer der leichtesten Bosskämpfen. Die späteren wären um einige schwieriger. Du hast das Amulett des Mutes errungen. Bring es zu Sahasrala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Nervst. Oh, du hast das Amulett des Mutes tatsächlich errungen. So höre nun die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachte auch das Amulett des Mutes, doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen Zeit zu gewinnen. Damit diese das Siege erschaffen konnten, es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Mr. D., ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz, der von den Weisen weitervererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Hui! Die Pegasus-Schuhe. Nun rennst du wie der Wind, nun kannst alles Mögliche anrempeln. Halte dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Hühlersees ist etwas Nützliches versteckt.
Ja, ich merke nämlich schon wieder, dass das Kabel von meinem Joystick den Bildschirm behindert. Aber wer meine Videos kennt, der weiß sowieso, dass es nicht perfekt sein wird. Ach du blödes Schwein. Ach, ich hab gefailt. Ich kann nämlich nicht daher. Irgendwie bin ich gerade durcheinander. Ich wollte von hier aus hin. Oh, Hilfe. Ach, da sind Bogenschützen. Die können einem auch ziemlich nerven. Ich provoziere das erst gar nicht. Du hast das Buch Modora. Damit kannst du die alte Sprache der Höhle verstehen. Okay. Dann werde ich hier auch für heute Schluss machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich werde hier auch gleich mal abspeichern. Und dann geht's morgen auch schon in den Wüsten-Dungeon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Bis dann.